da, wo ich eben war. Es gibt hier Regeln! Dämliche Troller, komm her! Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Was sind das immer für Flashbacks, die ihr bekommt? Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Ich hab' den Schlag gemacht.
Schimmelpilze. Station. Da ist mir was erlaubt. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien: Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide.
Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Gucken wir doch mal, ob das Ganze auch noch überlebe. Ich hoffe, die Maschine nummert. Warum hast du mich verlassen? Danke, Mr. Bubbles. Ich bin so gut. Und erschaffen wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Sei es jetzt auf Band oder wenn er sich mit uns unterhält. Habe ich irgendwie fast einen Arzt von der Enterprise vor Augen, weil es halt gleich Synchronsprecher ist. Ich hab's für dich getan, Vater! Hier zur Freude! Gut,
Recht schaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber hier ist auch. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich, den reibt sich die Hände. Den reibt sich die Hände. So, gucken wir mal rein. Was können wir denn hier machen? Erstmal, kauf mal einen Satz neue Slots. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. So, kommt sehr geil. Der Insektenschwarm gefällt mir. Das finde ich aber auch gut. Setzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Das sind ja alles Hilfe. Genau! Renn!
Ja, jetzt aber.
Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Ach ja, Tenbaum. Da zeigt die gute Frau Reue für das, was sie den Kindern angetan hat. Zirkus der Werte! Ha 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 ha!